Wieso darf ich denn nicht mitspielen? Du bist einfach kacke bei Warzone. Das ist überhaupt nicht wahr. Hast du schon mal einen Gulag gewonnen? Ja, habe ich. Also fast. Du kannst hier nicht einfach Sachen nehmen, die dir nicht gehören. Ich meine, das ist Ladendiebstahl und wir kommen auf die Idee, einen Ladendetektiv zu klauen. Woher hattest du überhaupt das Betäubungsmittel? Betriebsgeheimnisse. Betriebsgeheimnisse? Betriebsgeheimnisse? Du bist 8, du solltest nicht mal einen Betrieb haben, geschweige denn Betriebsgeheimnisse. Ich meine, du sollst mit Lego spielen und kein Verbrechersyndikat eröffnen. Kann es sein, dass du ein bisschen überreagierst? Dass ich überreagiere? Komm mal mit. Ich mach mir einfach große Sorgen um dich, Bruderherz. Wieso? Weil ich nicht will, dass du ins Gefängnis kommst. Wieso? Na, weil du dann von den anderen Insassen verprügelt wirst. Wieso? Na, weil die das mit den Neuen da so machen. Wieso? 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 Weil's so ist. Wieso? Weißt du was? Du bist ein kleiner, frecher Zwerg, der sehr... Hast du gefurzt? Was raus muss, muss raus. Damn! Du bist ein Monster! Ey, ist der behindert? Was? Dieser eine Lukas schreckt mir wieder, er hat nicht mal ein Sixpack. Er denkt auch, er hat eine Chance bei mir, Schuhe. Ey, ist das dein Ernst? Wie oberflächlich bist du eigentlich? Was denn? Ist nur Real Talk. Wenn ich Bauchfett will, dann esse ich Bacon. Ja, aber vielleicht hat er einen guten Charakter und passt zu dir. Ja, kann sein. Aber wenn Mama Zucker will und Zuckerwatte bekommt, dann ist ihr Ofen aus. Und wenn mein Ofen aus ist, dann bin ich sauer. Mach, wie du es willst. Aber ganz ehrlich, ich bin anderer Meinung. Stehst du eigentlich noch auf Italiener? Vapiano war gestern. Ich stehe jetzt voll auf KFC. Wie meinst du? Ach, das ist doch voll rassistisch. Mann, das war nur so gesagt. Dann halt Schokolade oder Karamell. Verstehe. Und wie kommst du zu dem Wechsel? Ganz ehrlich, die African Boys sind einfach die geborenen Krieger. Au! Jetzt habe ich einen verdammten Splitter im Finger. Wozu fummelst du auch an den Nesten rum? Da war ein Marienkäfer, den ich streicheln wollte. Der ist jetzt natürlich weg. Na toll! Wieso darf ich denn nicht mitspielen? Du bist einfach kacke bei Warzone. Das ist überhaupt nicht wahr. Hast du schon mal einen Gulag gewonnen? Ja, habe ich. Also fast. Du sprengst dich die meiste Zeit einfach in die Luft. Aber jeder hat doch seine Schwächen. Du bist zum Beispiel verdammt klein. Ich bin 8. Trotzdem bist du klein. Oh nein. Der Spacko sieht Frauen immer an Zeitlupe. Warum? Weil er ein Spacko ist. Du kennst das Spiel. Du tust so, als wäre ich super toll, damit ich zuschlagen kann. Was kriege ich dafür? Was willst du denn? 100 Euro. 10 Euro. 50 Euro. 5 Euro. 10 Euro. Deal. Ich voll Idiot. Ich schwöre, ihre Lippen waren mies auf. Meinst du? Ja, ich bin so glücklich. Schön. Zisch ab. Hallo? Warum bist du denn so gemein? Hi Kleiner, das ist aber schön. Warum bist du denn so glücklich? Na, ich hab den besten Papa der Welt. Das ist aber schön. Was macht ihn denn zum besten Papa der Welt? Er ist wunderschön, innen wie außen. Oh, wie süß. Und er ist Millionär. Millionär? Damn! Wo ist denn der Boy? Ja. Hey Mädels, ich hoffe, mein Sohnemann hat euch nicht zugeschwafelt und euch eurer wertvollen Zeit beraubt. Das hat er wohl von mir, diese Kontaktfreudigkeit. Geh mal spielen, Kleiner. Und du bist Millionär? Hör doch mal auf, das gehört sich nicht. Schon okay, meine Damen, streitet euch nicht. Ja, es ist wahr, ich habe einen Haufen Kohle. Ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Moneten, aber genug von mir. Wie geht es euch? Mamas Ofen ist on fire. Sie meint das nicht so. Sie meint, es ist schön, dich kennenzulernen. Lass mal eine Shisha ballern und uns kennenlernen. Es wäre mir eine Ehre, mit euch eine köstliche Pfeife zu verköstigen. Wir sind dabei. Let's go. Das wird eine nette Runde mit uns dreien. Danach können wir noch zu mir... Der Typ ist mein Schwackebruder. Er hat mich bezahlt, dass ich euch sage, dass er Millionär ist. Guck mal, er hat mich verarscht. Was meinst du mit verarscht? Okay, also, du bist gar kein Millionär? Naja, noch nicht. Vielleicht bald. Also bald, wenn ich... Anstatt, dass du hier irgendwelche Mädchen anmachst, ja, solltest du mal anfangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Gib mir mal deine Hand. Guck mal, eine kleine Spende. Du kannst jetzt schon mal damit anfangen und peace out. Aber bald bin ich bestimmt Millionär. Ganz sicher sogar. Ganz ehrlich, was soll das denn? Warum verarschst du kleine Kinder? Hast du nichts Besseres zu tun? Aber er hat doch angefangen. Er ist der Böse, nicht ich. Ja, ja. Ich bin echt. Komm mal, Mädel. Mein kleiner Bruder ist ein 31er. Er verarscht mich ständig. Er nervt, er stinkt. Aber er ist mein kleiner Bruder. Und wie sagt man, Blut ist dicker als Wasser. Trotzdem, er geht mir tierisch auf den Sack.
Mein lieber Kameramann hat die Abmoderation leider in Zeitlupe und ohne Ton aufgenommen, daher nochmal so ganz schnell. Vielen Dank an Mariam, vielen Dank an Emir, vielen Dank an Emil. Unten sind alle Social Media von den Leuten verlinkt. Wirklich sehr korrekte Typen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die auscheckt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kommentar in die Kommentarsektion schreibt für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Peace. Und Action. Ich mache mir doch nur große Sorgen um dich, Bruderherz. Weißt du was? Du bist ein kleiner, frecher Zwerg. Okay. Weißt du was? Du bist ein kleiner, frecher Zwerg. Ich baue Fett will, dann esse ich Bacon. Ja. Mann! Kannst du mich nicht? Ich muss lachen, weil ich nicht so. Wieso? Wieso? Nein, das ist jetzt die letzte Cookie. Aber du musst mir die Cookie machen. Sag wieso, dann machst du Pause, weil dazwischen kommt ein Cut. Du bist einfach kacke, Mann, oder so. Spacko guckt nur. Der Spacko guckt nur. Achso, du musst dann noch hinterherkommen. Achso, dachte ich. Nicht schlimm, war perfekt, aber was von einmal. Ey Mann, aber ich hab dich gefangen. Aber bald bin ich ja Millionär, also glaube ich. Ganz ehrlich, was soll das? Mann! Du legst dich immer wieder mit dem Falschen an.